Herzlich willkommen zurück, Leute, zum neuen Röntchen im Mongers. Wie ihr wisst, sind wir in meinem Wechsel zwischen Livestream und YouTube-Aufnahmen. Heute ist wieder eine YouTube-Aufnahme dran mit 9 weiteren Leuten, die euch wahrscheinlich was sagen. Also die TT-Crew ist wieder am Start. Es wird wieder diskutiert, gemordet und analysiert oder detektiviert. Nein, das ist kein Wort, aber es klingt geil. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ihr wisst, das sind keine handausgelesenen Folgen, sondern das ist einfach das, was am Abend in der Aufnahmesession passiert ist. Deswegen gibt es natürlich auch 3 Runden für euch. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich kann euch nur sagen, ab Montag wird's richtig wild. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß und wir hören uns später. Crewmate! So. Spielen wir die Meta. Maxi Tauro und Julie sind safe. Maxi Tauro und Julie sind innocent. Ding, 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 ding. Wer kommt denn da? Wer bringt mich um? Muss das denn jetzt sein? Ding, ding, ding. Wo ist er hin? Maxi rennt aber weit. Oh, aber er geht rein, hat mich nicht abgemurkst. Also Maxi, Julie und Tauro waren das, glaube ich. Die Meda bespielen. Gipfel, ich bin tot. Vex wird die da oben nicht faken, der kennt den Spot nicht. Da ist keine Task. Glaube ich. Der bringt mich danach um. Und ich glaube, ich habe beide. Also einer ist Kapuze. Und dann Maru oder Kundran. Mehr geht ja gar nicht, glaube ich. Doch, da ist eine Task. Und ist Kundran, aber safe einer. Hier habe ich auch sowas machen sehen. Was ist passiert? Was passiert? Wer wurde wo gefunden? Maxi. Ich habe Angst vor Julie, Kapuze. Katze muss gerade gestorben sein, weil ich hätte vorher auf die Karte geguckt, aber Julie, ich hatte Angst vor dir die ganze Zeit. Und der Katze muss ganz kurz vorher gestorben sein. Gippi, wo ist der denn gewesen? Moment, wie siehst du auf der Karte, welche Karte, Maro? Jules, was hast du denn an dem Vorm Kameraraum? Ja. Da war ich komplett nicht. Doch! Das heißt, es kann nicht Vex und nicht Dado gewesen sein. Ich hätte es jetzt halt niemals da hochgeschafft. Ja, Maro, du auch nicht, weil wir waren ja hier bei uns vorgefreut, oder? Leichen schon lagen. Vor allem, ich bin rechts am Lava-Ding. Also ich sag, nee, Julie und Tautau sind safe inno. Echt? Von Anfang bis Ende. Danke. Julie ist mir die ganze Nacht gelaufen. Ja, super ja, gewesen. Also, und ich call it Dado und Maro sind auch safe inno. Also, ja gut, das kann aber auf jeden Fall du pennst den Karten. Also ich habe die ganze Zeit rechts oben aufgehalten. Juli, Tautau und Maxi haben die Meta bespielt. Maxi ist leider schon tot, aber sonst hätte ich den auch noch confirmed. Ja, ich war so. Ich bin extra nicht da oben. Ich glaube, es ist Kartl, der lenkt gerade alle. Nein, die haben den Schlüssel gedreht. Also, ich höre es aber Stimme. Ich meine, es ist das erste Mal gewesen, dass Dalo irgendwas gelogen hat. Ich kann es nicht gemacht haben kann. Also, Vex bin ich mir ziemlich sicher, er ist Inno. Nur sicher. Also nur, er konnte Karte nicht töten. Wieso? Er hat sich an einen Ort hingestellt, wo eine Task ist, die aber nicht offensichtlich ist. Der hätte den Raum nie gefunden, wenn das auf seiner Karte nicht markiert gewesen wäre. Was macht dich safe? War wer bei dir? Na, mein Spürsinn macht mich safe. Ja. Dalo wurde gescannt. Eben. Ich kann auch nur sagen, dass Dalo nicht das geht? Es gibt, gemacht hat. Achso, okay. Also nee, es gibt eine Task, die kann nur ein Inno machen. Also, die hat Karte gemacht? Haben wir das optische an? Also ich habe ihn. Nein, optisch nee, nicht, aber es kann nur einer zeitgleich machen. Gippi kann mich confirmen, ich ihn aber nicht mehr. Also Kapuze, Dauda und ich sind. Aber ich kann ihn nicht confirmen. Wieso ist Kapuze Inno?
Weil ich ihn beobachtet habe. Ja, Käse. Nichts Mute. Okay. Kundran und Gippi. Nein, Gippi hat mich gemordet. Gippi hat das gemacht. Kundran und Maru. Diese Kapuze habe ich vergessen. Tauder, komm drüber. Ich hab die Schule ist leicht in Communication gefunden. Wo ist Communication? Links. Also links ich unterm E-Werk. Wex ja, aber war du, da nicht, aber ganz Kundran ehrlich, Kapuze, war da nicht. Genau, Kapuze, Wex was hast und du, was hast du, was hast du ganz oben rechts? Vor mir. Ja, du bist rechts oben beim Asteroidenbereich da. Hey, hey mal ganz kurz. Kapuze, was hast du da im Scheißhausbuch rechts oben bei der Metzstation? Da ist nur ein Loch für die Imposter. Nein. Was ist, warum bist du da? Da ist ein Stromkasten. Ein Stromkasten habe ich gemacht, ja. Hier ein Loch? Am Scheißhaus? Ja, ich glaube, genau ja. Auf dem ich Loch. Ich habe auf jeden Fall Stromkabel gemacht und ich habe gerade, glaube ich, Tau habe ich gesehen. Stimmt, Tau habe ich gesehen, ja. Also, gut, weil dieser Kapuz und Wex standen gerade bei mir. Genau, genau. Also, als das die Leiche gefunden wurde, war Kundran und Wex viel zu weit. Maru, also, wo warst du denn? Ich war rechts oben, bin dann nach links gelaufen, dieses Knöpfchen drücken, als es anging. Gibi, kannst du das confirmen? Bin dann zurückgelaufen. Ich hab's nicht gehört. Hast du Maru oben rechts gesehen? Da waren viele, da waren Vex, Maru. Da waren viele, ja. Da waren viele. Also am Ende waren Kundran, Vex, Kapuze, Gippi und ich da. Kann einer für Maru bürgen? Also ich habe halt auf der anderen Seite der Tür und konnte nur Kapuze und Wex machen. Die Frage ist natürlich, ob die niemand hat Maru gesehen. Maru sagt, jeder hat mich gesehen. Das ist doch faul. Aber Kato, wo bist du gewesen? Kameraraum oben links. Ich hab dich und Wex auf der Kamera gesehen. Dich und Tauta oben rechts an der Rakete. Seid ihr beide in die Kamera gelaufen und direkt wieder nach rechts, weil wahrscheinlich da so viel Action war bei euch. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich war auf jeden Fall. Aber Maru habe ich oben rechts nicht gesehen. Ich war ja oben links das Knöpfchen durch und bin zurückgelaufen. Oben links? Moment, jetzt ist es oben links. Ja, gut, dann haben wir es doch. Na, wir haben es doch. Das ist ja raus. Raus. Ich skippe. Was bin ich der Einzige, der mit dem Spiel? Da habe ich ihn rausgebaitet. Das sieht nicht gut aus, Mann. Achso, lol. Wer ist es? Willst du dich selber outen? Komm, erzähle uns, wie das passiert ist. Ich möchte es wissen.
Bex, oder was? Ey, es ist was richtig. Okay, Bex. Passiert. Alter, ich bin so an Tautor vorbeigelaufen und es ist einfach plötzlich explodiert. Und ich weiß nicht was, aber ich glaube, es hat was mit der Luft auf dem Mars zu tun. Ja, gut, dann. Wie er mir da unschuldig entgegenrennt. Wer ist der andere Kartl? Was sagst du? Wer ist der andere? Ich würde sagen, hellblau, er kam aus dem Loch aus, dachte ich. Hab's aber nicht gesehen. Okay. Das war ein Versuch wert, ja. Max wundert sich auch selbst. Nein, bin ich noch nicht, muss noch ein. Okay, ich komm mit dir. Oh shit. Okay, dann geh ich mit euch. Wäre smart, mich umzubringen. Ja, es ist Kunden dran. Gippy hat gerade Dalu gekillt. Nein, es ist Kunden dran. Gippy hat gerade Dalu gekillt. Blödsinn. Gippy, wir standen alle drei zusammen und Gippy tötet Dalu. Ich hätte ihn noch schon vorher killen können. Das du Ding hast dich noch gerade gekillt. Ich hab so das Ding ausgemacht. Nein, ich auch. Ich war der Einzige, der rechts oben das Ding ausgemacht hat. Absoluter Blödsinn. Kapuze weiß Bescheid. Also ich, sorry, ich will lieber, aber ich glaub's auch, das kommt aber. War ein Fehler. Bin ich ehrlich? Okay. Schade. Oh, ja, ich wusste, dass wer auch immer es von euch ist, dass er mich umbringen wird. Hey, das war ein guter Run-Code, würde ich sagen. Nee, ich wollte einen von beiden. Ich hatte einfach okay gedrückt. Ja, ich stand mit beiden nebeneinander. Ja. Ich habe nicht drauf geachtet. Wenn da uns die lange Zeit gedacht, jetzt geschafft. Ich habe lange Zeit gedacht, das ist Kapuze. Ching, 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 ching. Maxi ist Trader. Bringt mich nicht um, ich muss die Info verteilen. Netter Fake. Hallo? Wo ist wer gestorben? Items. Oh nein, Items. Was? Als wir Items? Beide aus Elektrik rauskamen, weil wir Strom angemacht haben, wer kam von links? Ich hab keine Ahnung. Scheiben. Maro. Da waren zwei Leute standen da. Ich wollte rechts raus, da ging die Tür zu. Vorher kam noch kurz Maro rein, der ist noch links weitergelaufen. Und Maxi und ein paar andere Leute kamen von links. Ein Mafia-Hut. Nee. Ich bin nochmal zurückgegangen. Länger und machst du schon Items gegangen. Nein, darum geht es nicht. Und links war aber Maro. Wie ist das richtig aus? Der Mörder kam, also... Moment, Items. Wo könnte Julie schon länger liegen, Items? Links, ich denke mal ungefähr mittig, weil sie vorhin dahin gelaufen ist, als ich noch an den Ich habe doch noch gar nicht gesagt, wo ich die Leiche gefunden habe. Du hast gerade eben gefragt, wer kam von links, und das letzte Mal, als ich Julie gesehen habe, war sie links. Also die Leiche war unten links an dem, in dem Raum unten links Weapons. Ganz, also in dem, ganz du warst in diesem Raum da drin, wo nur so ein Loch im Boden war. Ich dachte irgendwie gerade, dass du da. Aber von links, Gippi, du warst von da, oder? Ich kam unten bei dem Oxygen hoch. Ja. Und hab aber euch gesehen, ich wollte aber nicht mit da drin stehen, weil Dunkelheit ist es halt immer gefährlich. Also einen Traitor hab ich schon. Und aber danach habe ich geguckt, dass aber du nicht hier ich möchte, dass er, der es weiß, mich nicht umbringen.
Dann lasse ich ihn auch noch ein Ründchen also spielen. Hast du gehört? Wow, also ein bisschen. Aber ganz den Teufel oder was? Also ganz ehrlich, ich skippe jetzt mal. Ja, also entweder bringt man nicht links. Also wenn man mich jetzt fand ich ein bisschen komisch. Leichter Verdacht an Tauto. Wenn man mich jetzt abmurkst, okay, ansonsten gebe ich nächstes Mal einen Hinweis. Bei mir leichter Verdacht auf Tauto. Bleib bei Dalu. Nein, bitte nicht, gib mir den Hut auf. Ist da etwa gerade einer mit? Okay. Ich habe die Leiche gefunden. Ich hab die Leiche gefunden. Wex ist, glaube ich, vorbeigelaufen. Wo ja, bei mir war noch am Leben. Und dann habe ich gesagt, dass du reingelaufen bist. Das Ding ist, ich bin rechts oben gewesen. Oh, wo liegt sie denn? Rechts oben, oben diesen Lavabecken, glaube ich. Und das Ding ist, ganz kurz, ich bin raufgegangen, Vex ist mir gerade entgegengekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, warte, er kommt da gerade raus, ich schau mal, ob da drin wer liegt und dann lag da wer drin. Es kann aber sein, weil die Leiche ein Stückchen weit drüber, dass Vex einfach nur vorbeigelaufen ist. Gibi war bei mir noch am Leben, ich habe ihn nachgeschaut, weil seine Positionierung bei dem Teleskop war ein bisschen scheiße, also ich schaue nochmal fällt oder sowas. Es gibt da so rechts oben, ich weiß ja nicht, da gibt es zwei Räume, einmal den größeren und dann so einen kleinen, wo so ein Loch drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Meinst du das Klo? Okay, der erste Hinweis ist subtil. Der zweite Buchstabe ist ein Vokal. Ich hab keine Ahnung, jetzt muss ich googeln, was Vokale sind. Was? Also, du wächst bis auf den Duft. Das war hat eh in seinem Namen, okay? Das war ein einfacher Tipp. Wir haben am nächsten Mal. Also nochmal. Okay, Leute, die es nicht wussten. Wenn mich wächst beschuldigt, war es wächst. Aber an zweiter Stelle? Ich weiß nur, dass Marus gesehen, der rechts oben war. Das stimmt, ich war gar nicht drin, ich bin entgegengekommen und ich bin erst in den Raum rein, wo du raus bist. Also ja, der lag noch am Leben. Das ist noch einer. Also Maru könnte es zeitlich nicht gewesen sein. Der war ich auch bin auch Maru ist für mich selbst. Ja, Wex kam aber hoch, um den Alarm auszuschalten. Genau, ich habe oben getaucht und Alarm ausgeschaltet. Items, wo warst du? Kontaminierungszone, Maru hat mich reingehen sehen. Ja, genau. Okay. Wex, wer war noch drin? Wex, wer war noch drin dann? Du hast ja gesagt, da war noch wer. Die obere Kontinentierungszone. Ich bin gerade aus Specimen rausgegangen. Ich zieh mein Kapuzenwort zurück. Okay, ja. Und dann sagst du, du bist über die Leiche gerannt, oder was? Das Ding ist... Ist das so, Wex? Ich glaube, Wex also, ist noch nicht. Also, bei mir war Gimpy noch am Leben. Bis du den Knopf gedrückt hast. Vielleicht war Gimpy so müde, dass man es nicht erkannt hat. Okay, ich wiederhole nochmal für die Zuschauer. Einer ist Maxi. Er hat den Schlüsseltask am Anfang gefaked, obwohl keiner von uns den hat. Das ist wieder ein Notfall. Okay, dadurch, dass ich Angst um mein Leben jetzt bald habe, weil sich die Schlinge langsam zuzieht. Okay. Ich möchte, jemand, er hat noch Zeit, sich zu verteidigen. Aber am Anfang wurde ein Task gefaked von einem Imposter, weil er dachte, alle Innos haben ihn. Aber Dinos haben den nicht. Nee. Wieso stand also jemand an dem Schlüsseltask am Anfang dran, obwohl kein Inno den Schlüsseltask hat? Und warum kam jemand an der Kontaminationszone vorbei, ohne dass die Tür offen war?
Weil da das Loch war, Maxi. Oh, Maxi. Warum? War die Tür offen, ich hab Maxi in der ersten Runde gesehen. Warum hast du den Schlüsseltask gefaked? Hab den nicht gefaked. Du hast den? Maxi, sag's ja. Jetzt. Nein, kann nicht sein. Wenn einer den Schlüsseltask kann das nicht sein, Karl. Wenn der Schlüsseltask, wenn einer den hat, haben alle Innos den. Oh. Ist es nicht? Okay. Aber sonst nur bei dem? Oder nur was? Bei dem. Das ist der Task, der Common Task, den, wenn ein Crewmate den hat. Und ihr könnt wohl alle bestätigen, ihr habt den nicht, oder? Ich hatte nicht. Oder hast du einen seltenen Bug, Max? Nein. Oh, ja gut. Ich habe auf jeden Fall gesehen, am Anfang waren zwei oben geblieben. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Eine Person, die oben geblieben ist, war Julie. Deswegen war die für mich eigentlich sicher Trader. Julie hat aber die linke Task gemacht. Maxi hat sich rechts hingestellt. Ich bin auch immer noch misstrauisch, was kaputt sein geht, wenn ich ehrlich bin. Du bist bei der eigentlich vorbeigegangen, gell? Also, du hast mich aber jetzt nicht gekillt. Ich hab mich einfach aus dem Weg. Ich hab echt gemacht, du hast die Task nach eigener Aussage. Er hat sogar gesagt, Mitte rechts. Ich bin einfach falsch gelaufen, kaputt zu deswegen. Ich glaub, ich will nicht das aber ja. Wir sehen jetzt nicht. Ja, wenn er es nicht ist, dann voten wir Dalu. Ja, kannst du nicht sehen. Wir detected. Aber ihr wisst, dass ihr den Task nicht habt. Aber ich glaube auch, Maxi ist gut gespielt, Dalu. Maxi konnte halt nicht versuchen können, Dalu zu decken. Leute, das ist safe! Maru, du weißt das auch. Stimme dazu. Nee, das ist sicher. Ah, das muss man lernen. Das muss man lernen, leider. Tut mir leid. Nicht kein Blut, aber es gibt Max, wenn dem hilft. Oh. Kapuze liegt vor dem Voting. Ja, gut, Voting. Ich hab's in der Kamera gesehen. Du kannst es gar nicht vormachen. Ich meine, Maru war im Kameraraum. Und Dalu war, glaube ich, sogar daneben. Also ich, ich kann Items leider confirmen, dass das nicht ist. Was heißt hier Leiter? Hallo? Weil du mich verfolgt hast. Ich hab Angst. Ja. Ich hab nur in der Kamera gesehen, dass er den Mord begangen hat. Also ich kann bestätigen, dass Maru die Kamera angeschaut hat. Bei der Aussage ist halt für uns safe. Wenn Maru sagt, er hat den ganzen Mord gesehen, dann können wir Erstkunde rausschmeißen. Und wenn die Runde nichts fände, schmeißen wir Maru raus. Oh, das ist aber... Items, jetzt spielen nicht den dritten Traitor. Versuch doch mal Crewmate zu sein. Ich habe nur gesehen, dass die Leiche da liegt und hab sie reportet. Also du hast Items war groß einfach so. Ich weiß nicht, wie man Crewmate ist. Ich bin immer so schnell tot, dass ich nur Geist spielen kann. Der kam noch von unten reingerannt. Ich kam von unten reingerannt und hätte auch gerade auf den Report-Button gedrückt. Aber Items hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ja. Ich habe jemand hellblaues gesehen. Also was ist deine Aussage, Maru? So, Unran hat den Mord vor der Kamera. Ja, aber warum warst du jetzt am Zögern? Wenn du den Mord siehst, kannst du nicht zögern. Ich wollte ja, dass sie mir noch bestätigen kann, dass sie den Mord da gesehen hat. Aber wenn... Machen wir Kunran zu einem Mikro. Unran, ich habe ihn gesehen, Dex hat gesehen, wie ich es gesehen habe. Und schmeißt man Maru raus. Ja, wir haben ja extra beim letzten Mal nicht mit Kameras gespielt. Die Frage kam heute. Ja, ich weiß, dass wir es mitspielen, aber wir haben ja bewusst ohne gespielt davor. Direkt Hallo. Die Kamera soll auspacken. What the fuck is Dex, das? Big Wolf gemutet. Oh.
gerade mit dir läuft? Mit mir lief kein. Mir lief Dulli, Dado vorbei. Dulli, du und wer noch? An mir gerade lief Dado vorbei. Wer ist mit dir nach oben gelaufen? Ich bin relativ früh nach oben gelaufen, saß am Ende noch in den Kameras drin, hab 3-4 Bilder gecheckt. Dulli ich war in dem Moment. Ich rede unmittelbar von dem Moment gerade. Ich ja, bin an zwei Leuten vorbeigelaufen. Einer davon ist Dulli und hier unten liegt die Leiche. Ihr seid zu zweit unterwegs gewesen, ihr seid beide die Imposter. Dulli, entweder bist du wirklich dran vorbeigelaufen oder dein Kollege, den du gerade versuchst zu schützen, reitet dich rein. Kann nicht sein. Also Dulli, unabhängig davon, kann ja nicht vorbeilaufen, weil zwei Leute haben ja einen Mord begangen. Also es muss ja ein Doppelmord gewesen sein. Ja, da müsste da unten ja noch eine zweite Person. Ja, aber Dulli muss es. Also wenn da jetzt 4 Leute waren und 2 Leichen, irgendwann muss Dulli da wen gesehen haben. Ja. Also gerade eben an der O2-Füllstation lag eine Leiche und 2 Leute sind mir entgegengekommen, die nach oben gerannt sind. Ja, bei mich hast du das gesehen, oder nicht? Warst du die zweite Person? Ich war der direkt als du Strom angemacht hast, stand ich vor der Tür. Das kann sein. Ich weiß nur, dass mir 2 Leute entgegengekommen sind und einer davon eine dunkle Farbe war. Das bin ich. Aber hast du keine Leiche gesehen, Julie? Nein. Ich war oben, ich habe keine Ahnung. Wo oben? Ich hab meine Task gemacht, bei der Rakete da. Dann kam Dalu, dann kam Katze und dann bin ich raus und dann wurde schon gecallt. Julie, hast du denn schon deinen Schlüsseltask gemacht, Julie? Ja, ganz oben, ganz am Anfang. Falsche Frage. Der Schlüsseltask wurde am Anfang von einem gefaked. Maxi und Vex kamen delayed nochmal zum Schlüssel. Ja, weil ich habe nachgeschaut, ob ich den Task habe, dann bin ich da oben gegangen und dann habe ich ihn gemacht. Ich laufe immer los zuerst. Welchen Schlüssel hattet ihr denn? Ich hatte den blauen. Nein, wo? Ich hatte den rechts. Welchen? Und links, rechts, der zweite, glaube ich. Ja, wir skippen. Aber welchen Schlüssel hatten denn die anderen? Rechts. Ich hatte noch keinen, ich muss meinen noch machen. Muss meinen auch noch machen. Und links war so ein Minispiel, wo ich eine Rakete einen Weg leiten musste. Ja. Kein Anfänger. Oh, ich hab ihn gerade noch gesehen. Er ist in die Mitte links gelaufen. Hä? Möchte die Person sich selbst orten oder soll ich sagen? Ich meine, Dulli war die letzte, die ihn mitgesehen hat, oder? Was hat nein. Du warst gerade eben neben Dalu. Nein, also Dalu wurde nicht von Dulli getötet. Moment. Wer hat die Pankrocher Frisur? Also ich weiß nicht, ob Dulli auch noch böse ist, aber das war nicht Dulli. Danke, ja. Ah, okay. Also Dalu wurde von Kapuze getötet. Aha, ich habe es gedacht. Okay. Das Ding ist nämlich, ich habe nämlich was Blaues gesehen. Ich dachte, es war Gippi zum Anfang, aber ich glaube, es war Corona. Aber okay. Was? Nein. Also das Ding ist, ich habe im Augenwinkel was Blaues gesehen. Ich wollte Gipsy voten, aber ich denke, dass es dann Kunden war. Oh. Wie gesagt. Der liegt oben am Tisch bei diesem Medbay. Genau. Der Putz ist oben lang gelaufen. Genau. Ich kam gerade von dem Scanner, den man übrigens nicht benutzen kann. Ich hoffe, dass es nicht komplett verbuggt, weil da steht Warten auf Maru, aber Maru ist tot. Ja, Maru, die Geister blockieren auch. Ja. Achso, okay. Das heißt, dann ist es nicht ganz verbuggt. Wie gesagt, also. Ja, okay. Kapuze hat vor meinen Augen Dalu gekillt. Ja, gut. Damit hat Kunran sich halt auch nochmal bewiesen. Also Kunran auf jeden Fall safe, wenn du. Maru ist tot. Ja, Maru ist safe. Wenn Kunran den in Anführungszeichen Bug hatte. Jetzt bin ich für Kundran, ehrlich gesagt. Vex hat noch auf mich gewotet, das ist.
Ja, weil Gippi nicht so. Gippi hat so richtig prank, wenn ich gesagt, dass du Enno bist. Wex habe ich einen Verdacht gehabt, weil er Julie umgebracht hätte, wenn ich nicht, wenn ich nicht dazu gekommen wäre. Was ist jetzt passiert? Der lag an der Rakete und es ist scheinbar nicht Vex. Oha. Es ist nicht Vex. Das stimmt. Kundran ist halt noch offen. Aber ich hab Kapuze rausgeworfen. Ja, und wenn Dalu ist tot. Wenn Julie wirklich safe ist und den Schlüsseltrag hatte, ist die einzige dunkle Farbe, die übrig bleibt, Gippi von dem ersten Mord, den ich gesehen habe. Hä? Der erste, der gestorben ist, wo mir zwei Leute entgegengekommen sind, war eine Person dunkel. Ich habe nur Julie safe erkannt, die andere Person war dunkel und Dalu war doch, oben Security. Ich war doch bei dir oben Licht machen. Ich hab, du kannst es ja, aber du kannst mir wesen. Aber du kannst auch von da gekommen sein, bevor du Licht gemacht hast. Bin ich nicht. Items, also du hast eben das Ding angemacht, richtig? Welches? Die Kommunikation hast du gemacht? Nee, ich wollte, aber ich konnte die nicht. Die ist blockiert, sobald jemand drin ist, soweit ich weiß. Also ich weiß. Also ich habe nichts eingestellt und dann war sie auf einmal gemacht. Okay. Ich hab die nicht gemacht. Ich hab die gemacht. Du meinst mit dem Radio, ne? Ja. Das habe ich gemacht, ja. Kann man die von zwei verschiedenen Positionen aus machen? Nee. Neben Communication ist direkt der Sendemast. Hey, jetzt glaube ich irgendwie... Was? Uff. Wir gehen davon aus, dass Kapuze safe war. Kapuze ja, war, sonst wäre es jetzt auch schon vorbei gewesen. Ich meine, dann kann es cool nicht sein. Aber wenn Gippi sich gerade um das Radio gekümmert hat. Ja, aber auch ein Trader kann. Wer hat denn eben noch gegen Kundran gewotet? Vex war es, ne? Vex war es, ja. Er ist tot. Ja. Oh, schlecht. Ach, vielleicht verarscht uns Kundran. Es kann halt auch Items gewesen sein, weil der hat Jules auch eben und Dalu auch bezichtigt. Ich habe Dalu nicht bezichtigt, ich habe nur Julie bezichtigt. Aber bei Jules war ja Dalu. Und für mich ist das eigentlich ein Nee, Dalu war oben Security und die andere. Ja, und ich kann eben einen rausvoten und dann machen wir sofort Security Vote und ich. Ach nee, das funktioniert auch nicht. Ich bin für die dunkle Farbe. Ich weiß es nicht. Damit fliegt Gippi raus. Nein. Nee. Ach nee, stimmt, wir haben zwei Skippt. Stimmt. Das wäre jetzt wieder interessant. Guter Mord an der Stelle. Jules, ich habe gerade gesehen, wie Items Kundran weggemacht hat. Okay, Julie, direkt bei Electrical. Es ist Gippi. Das war die dunkle Farbe. Nein, es ist direkt bei Electrical gewesen. Jetzt ist Wort, ich habe gerade das. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Er hat dich glaube dem Wort der Katze und du bist glücklich. Nein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gippi wird versuchen, dich zu überzeugen. Ich sage einfach nein, nur, ich glaub nicht der Katze. Nein, ich brauche nicht zu überzeugen, weil du schon Katze. Eben gelogen hast mit Dalu und Jules. Und jetzt bist du selber ein bisschen. Guck mal, wie viele Wörter der braucht. Ich sag nur, vertrau der Katze, vote Gippi, sei glücklich. Katze, du hast zweimal gegen mich geschossen am Anfang. Ja, hat er auch. Aber ich hab dich nie gevotet. Ich hab dich nie gevotet. Das stimmt. Ja, weil das zu viele noch da gewesen sind. Wo habt ihr die Schlüssel reingemacht? Rechts unten. Zweite von rechts. Bin gerade mit dem Schlüssel. Das ist meins! Dann bitte, glaub der Katze! Nein, du kannst auch mehrfach in einen Schlüssel laufen. Immer der Katze glauben. Du hast doch nicht nur einen Schlüssel. Das hab ich doch erlebt. Wie unlucky das war, Gippi. Oh. Was ist jetzt für Argumentation? Das, nein, wenn das ist auch nur gesagt. Jede Schlüssellok wird nur einmal vergeben. Oh. Und Julie, und also Gippi hat wirklich das von Julie gegambelt. Boah. Gippi hat ja fast noch gemacht. Dann das ist echt krass. Also das ist super aber cool. Das mit dem